ist Losers Round 6. Und es geht auch schon gleich los auf einer Stage, die kein Mensch kennt. Und Sketty spielt Snake. Erster Snake on Stream heute. Allgemein der einzige Snake auf Monthly. Ja, Snake habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen, außer von Sketty. So. Gut, dann sind wir startklar, ne? So, genau. Alles klar. So, also. Wie man sieht, hat sich DNL schon so langsam an seine neuen Möglichkeiten mit DDD gewöhnt. Dass man alle Items aufsaugen kann mit hier DDD und die wieder zurückspucken. Und auch seine Gordos. Oh mein, aber das war auch sehr viel Schaden hier für DNL. Beide hart am Spam. Ich kann dir nichts sagen, weil ich keine Ahnung habe. Ich hab keinen Schimmer gewonnen. Kennst du ihn nicht? Ich hab wohl nie gespielt. Ja, okay. Ja, also diese Granaten, die man hier die ganze Zeit sieht, das ist seine B-Attacke. Der hier war sehr berüchtigt in Brawl, das war der Up-Tilt. Okay. Der hatte früher so massiv gigantische Hitboxen, viel zu große Hitboxen. Ist das so ein Mega Man Up-Tilt? Ja, bloß nicht so ein Sauerspot und der braucht auch nicht so lange. Okay. Geht halt viel schneller. Und das war gerade der Jab von ihm übrigens. Ja, hier die Up-B von Snake, die ist auch gleich geblieben, bloß dass du jetzt schon an der Ledge snapst. Echt? Ja. Okay. Ja, irgendwie die Granaten von Sheik hat er auch. Oh, schöner F-Smash. Oh. Was? Also, das ist ja schon 3-1 Rage, hier. Rage Snake Strong. Oh! Was versucht er da? Okay. Daniel Schuld mal wieder natürlich. Ich dachte schon, er verkackt das hier mit dem Sauger. Oh. Oh. Sketty aggressiv hier mit seinen Martial Arts Kicks. Oh. No. Militär. Oh. Okay, nices Gameplay von Skettys Snake. Viele Explosionen, viele Bomben. Daniel schafft es hin und wieder, die Granaten zurückzubringen, aber momentan. Oh, das war ein schöner Dodge. So ein Dragdown. Oh, Dragdown kann ihn aber nicht konverten. Ist ja natürlich lustig. Ja, viel Schaden von den Bomben und den ganzen Projektilen, die Sketty hier spammt. Oh, ja, nicht bekommen. Okay, 82% auf DDD bisher. Oh, er hat ihn mit dem C4 erwischt. C4 ist die Downbeat von Snake. Er legt praktisch eine Ladung C4 irgendwo hin. Okay. Und kann sie dann mit einem Fernzünder explodieren lassen. Gute Attacke. Coole Attacke auch. Das, was sich geändert hat in Smash Ultimate, ist, dass die jetzt lautlos fällt. Also früher hat so einen Klick gemacht, wenn du die abgelegt hast. Okay. Und du konntest die auch an jemanden ransticken. Echt? Ja. Und sind die nicht losgeworden? Nö. Oha. Also nicht soweit ich weiß nicht. Vielleicht konntest du, wenn du hier in jemanden reingelaufen bist, irgendwie das umkleben. So wie bei Mega Man Sidebeam. Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das da auch so war. Aber auf jeden Fall. Wie schaut es in Ultimate aus? Ist es genauso da? Du kannst es auch sticken, aber ich weiß nicht, ob du die weitergeben kannst. Skelly, okay. Weißt du, ob man die Granate weitergeben kann? Also wenn die an jemanden dran klebt, wird man die irgendwie los? Kannst du so an jemanden ran? Ah, okay. Also ist das tatsächlich wie bei Mega Man. Man kann die C4-Ladung also übergeben, indem man in jemanden reinläuft. Das ist cool. Ziemlich cool. Und wir sehen hier noch eine zweite. Oh, schön auf Einall. Ist das die Einall-Pokémon-Liga? Carlos ist das. Ja, Carlos-Pokémon-Liga. Stimmt. Okay, also hier noch eine Runde. Das Brawl-Matchup DDD gegen Snake. Früher war das ein schlimmes Matchup für Snake, weil DDD einfach nur am Chain-Grabben war. Nur, die ganze Zeit Down-Throw, Down-Throw, Down-Throw-Grab, Down-Throw-Grab. Und inzwischen sieht das anders aus. Gameplay hat sich ziemlich verändert. Eher auf der Seite von DDD, weil er jetzt gezwungen ist, was anderes zu machen, außer Down-Throw.
Okay. Okay. Ah, ich dachte, jetzt macht er DDD Bread and Butter. Ich frag mich, ob mit DDD wieder Down for the Bag at True ist, weil das war so das Beste, was... Oh, okay. Ach, und was sich auch noch geändert hat bei Snake ist, du kannst jetzt dich hinlegen und gleichzeitig die Mine zünden und du kommst nicht hoch, also die Hitbox bleibt so klein. Das ist ziemlich cool. Boah. Ich verstehe gar nicht, was Snake macht. Nee. Was ist das? Was, das ist der Mörser. Das ist seine Ups, sein Upsmash. Ja, da schießt er so ein Ding hoch und das kommt dann auch wieder runter. Aber immer an der gleichen Stelle kommst du runter. Nee, das ist genau. Das ist, oh, schöne Backair von Sketty. Das ist besonders an Snake. Soweit ich weiß... Ist das so Target-Suchen? Nee, soweit ich weiß, geht das immer so ein bisschen nach hinten oder ein bisschen nach vorne. Okay, also es ist random. Ich glaube schon, ja. Okay. Ich weiß nicht, ob es da verschiedene Cycles praktisch gibt. Oh, immer noch am Leben, Snake. Oh, immer noch am Leben. Oh, kein Tag. Der Stage Spike. Ich habe bisher keine... Oh, da ist der Tag. Schön. Oh. Oh. Er hätte das schöner getaggt, Dank. Ne? Ich dachte schon, er taggt das und macht dann nach Downby und springt sich irgendwie hoch. Aber hey, man kann nicht alles haben. Das war ein schönes Play von beiden. Und wie du siehst, 25,2% wegen einem F-Tilt. Der war schon in Brawl so krank. Also Snake sehr langsam, dafür sehr starke Attacken. Sehr ja. taktische Attacken. Ja, er ist super taktisch. Hast gesehen? Der ist jetzt ein bisschen... Ah, er kann den auch wegspucken, die Mörser-Dinger. Okay. Es steht 1-0 hier. Das Match muss DNL gewinnen. Es ist sehr even momentan. Oh, er ist explodiert. Hä, wieso ist er diesmal? Achso, okay, wenn die explodiert in ihm, dann explodiert er. Crazy right now, people. Crazy right now in this moment of time. So. Ich glaube, DDT hat gar nicht so viele Confirms oder Combos bei solchen High-Prozenten mehr. Also, er kriegt auch nichts mehr aus dem Throws. Also, er hat bestimmt noch seine ganzen... Oh! Oh, das war gut. Hey, das ist gar kein schlechter Pick gewesen vielleicht für... Oh, schön. Das war kein schlechter Pick von DNL hier, die Carlos-Pokémon-Liga zu picken, weil er einfach diese Ledge-Traps sehr schön machen kann mit diesen komischen Plattformen. Er kennt natürlich die Höhe, die ihn Gordo bekommt, wenn er ihn wirft, besser als Sketty. Oh, okay, noch eine B. Er ist super, wie nennt man das, Swallow-Heavy. Also jetzt DNL, ich weiß nicht, ob DDD generell. Okay, also beide ein Stock. Also das Swallow soll gebufft worden sein, meinte DNL heute. Ja, definitiv. Alleine den ganzen Scheiß, den er frisst, weißt du, und wieder ausspuckt, das ist heftig. Aber auch generell habe ich das Gefühl, dass der gebufft wurde, so von der Range her. Okay. Oh. Okay, also was sich bei DDD auch noch geändert hat, also ich meine, dass die Gordos entweder einmal mehr bouncen oder, also was heißt hier oder, die bleiben dann, wenn sie auf den Boden kommen, auch noch ein bisschen da. Früher sind die dann verschwunden einfach. Okay. Oh, und die Backair! Kommt die Backair. Ja. 1-1. Super. DNL hat also ausgeglichen. Not bad. Wir haben kein Date Stupid Rule, so ich weiß. Okay. DNL Band Battlefields. So, mal sehen, wo es jetzt hingeht. Beide bleiben wahrscheinlich. Games sind sowieso sehr close. Ja, ich find das auch schön auf jeden Fall. Das macht mir Spaß beim Zusehen. Genau. Die ganzen neuen Matchups, alles ist total unerforscht. Man weiß über kein Matchup was. Und es sind viel mehr Chars als in Smash 4. Das ist und so... Marv gegen DDD, da wechselt er doch. Ach was, er hat echt gewechselt? Ein bisschen mehr Confidence in seinem Pick hat er jetzt gefunden. Mal gucken, ob das auch so bleibt. Sketty hat doch erst seit heute auf dem Turnier nur gespielt, Ultimate, ne? Er hat das Spiel seit Mittwoch. Ach so, nee, das war Beißel. Genau, er hat Mittwoch ein bisschen mit uns gespielt, am Donnerstag ein kleines bisschen. Freitag hat er, glaube ich, auch ein bisschen gespielt gegen Helpus. DNL aber genauso, also DNL hat auch... wir haben praktisch immer als Squad so ein bisschen gespielt. Und... ja, wenn wir nicht arbeiten mussten, dann haben wir Ultimate gespielt. Okay. Das Einzige, was man tun kann.
Ja, allerdings habe ich auf jeden Fall noch nicht meine Turnierform gefunden, weil ich noch nicht so wirklich ein Main habe. Bei Sketty bin ich mir gar nicht so sicher. Anscheinend spielt er ja hier Marth und Snake. Ich dachte, er würde Mario spielen einfach. Wahrscheinlich gefällt ihm Mario Sheik nicht. Sheik hat er auch gar nicht. Oh! Oh, da musste ich erstmal schreien, weil so ein Parry, den sieht man nicht ganz so oft. Und das ist, ganz ehrlich, hätte er die Dash Attack nicht geparried, dann wäre er gestorben. Also war das schon ziemlich ballsy und cool. Oh, das tötet. Nice. Wow. Mich regt auf, dass die 101... Oh, okay, egal. Völlig egal. Aber die 101 sah komisch aus. Die 1 war ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen... weird. Ein OCD. Was heißt das? Vergiss. Okay. Okay, down throw to back air. Also Smash 4 Bread and Butter. So. Oh, da kommt der Tipper. Tipper Nuchibi tötet Deli bei 120 an der Ledge. Okay, es steht 1-1. Dieses Game entscheidet. Sieht gut aus für Sketty. Da wollte er den Jump readen, ist aber nichts entstanden. Da kommt die erste Side B im ganzen Game von Sketty. So, 1-1. Der nächste Stock entscheidet, wer aus dem Turnier fliegt. Sehr spannend. Beide fokussiert. Das Ganze hier ist hier Top 8 schon. Nicht vergessen, Leute. Erste... Oh! Erste Runde Losers, Top 8. Der erste... der Verlierer hier wird siebter. Oh, und da kommt der Tipper F-Smash. GG. Okay, also der Marth hat geklappt für Sketty. Not bad. Das war eine coole... Angelegenheit.